Vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Kann man sich eine schmerzvollere Begegnung vorstellen? Jesus wäre vielleicht sogar lieber gewesen, Maria müsste ihn nicht so sehen. Und eine Mutter, die ihr Kind leiden sieht, wünscht sich nichts sehnlicher, als ihm zumindest einen Teil des Leidens abnehmen zu können und es selbst zu tragen. Der heilige Paulus schreibt an die Galater: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Als Glieder des mystischen Leibes Christi können wir das sogar in Situationen tun, wo es aus menschlicher Sicht nie unmöglich sei. Nicht nur da, wo wir direkt jemandem helfen können, sondern auch auf der geistigen Ebene, indem wir unser Gebet, unser eigenes Leiden, Fasten und gute Taten Gott für andere Person opfern. Und das sogar über den Tod hinweg. Für unsere Brüder und Schwestern im Fegefeuer können wir sogar einen vollkommenen Ablass gewinnen, um ihr Leiden nicht nur zu verkürzen, sondern sie ganz zu befreien.